die könnt ihr auf Livestream nachschauen. Es ist eine ganz visionäre Serie mit vielen Bildern und ich bin ein absoluter Brückenfan. Also ich finde die Symbolik von Brücken, aber auch die Faszination, wie man die gestaltet und auch die Geschichten rund um die Brücken absolut begeistern. Und ich möchte gleich in die erste Brücke einsteigen heute. Das ist die Kettenbrücke in Budapest. Die wurde 1849 erstellt. Sie ist 375 Meter lang. Und es ist ganz interessant, diese Brücke hat dazu beigetragen, dass Budapest zusammengerückt ist. Das waren zwei unabhängige Städte. Buda auf der einen Seite und Pest auf der anderen Seite. Und durch die Brücke wurden die zwei wichtigsten Städte Ungarns vereint. Und plötzlich aus dieser Autonomie, die sie hatten, aber auch aus dieser Rivalität, die sie hatten, wurde eine Stadt, die plötzlich richtig aufblühte und eine der wichtigsten Städte im Osten ist. Ich würde sogar sagen, sie ist das Tor in den Osten heute. Was eine Brücke gemacht hat. Und natürlich irgendwo 1945, als die deutschen Truppen abgezogen sind, nach dem Zweiten Weltkrieg, haben sie wie alle anderen Brücken die noch schnell gesprengt. Einfach nur so als Erinnerung, ja, wir waren mal da. Und dann war die Brücke weg. Aber sie haben sie wieder aufgebaut, pünktlich zum 100. Jahrestag dieser, der erstmaligen Erstellung der Kettenbrücke. Und ich finde, das Thema Brücke heute geht eigentlich ums Thema Versöhnung. Weil es ist ein Geheimnis drin, immer wieder Dinge zusammenzubringen. Und wenn wir von Versöhnung reden, dann reden wir auch von Wohlergehen, von Prosperität, könnte man sagen. Denn wo Versöhnung herrscht, da geht es einem gut. Also wenn mich jemand fragt, hey Dan, wie geht's dir? Dann die Antwort, die ich meistens sage, ist, es geht gut. Aber wenn es mal wirklich vorkommt, dass ich sage, es geht mir nicht gut, dann hat es meistens etwas damit zu tun, dass irgendwo eine Beziehung kaputt gegangen ist oder irgendwie etwas nicht so rund läuft, wie es eigentlich laufen sollte. Es ist etwas vom Wichtigsten und ich glaube, wir als Kirche haben echt eine Verantwortung, Brücken zu bauen und den Dienst der Versöhnung zu leben. Versöhnung mit Gott, Versöhnung mit Mitmenschen, aber auch Versöhnung mit uns selbst. Ganz wichtig. Es macht einen Mensch nichts macht einen Mensch glücklicher, als wenn du einem Menschen begegnen kannst, ohne dass du ihm irgendwo ausweichen musst, ohne dass du irgendwo wegschauen musst, ohne dass du etwas verheimlichen musst. Und das ist wirklich etwas vom absolut Schönsten. Heute möchte ich einen ganz wichtigen Unterschied machen zwischen Vergebung und Versöhnung. Denn Versöhnung ist ein Prozess. Wie es in Budapest war, als die Brücke stand, da war ein Prozess, eine Zeitdauer, wie die beiden Städte zusammengekommen sind. Aber wenn ich von Vergebung rede heute, dann ist das der erste Schritt zur Versöhnung. Vergebung ist auch möglich, wenn die andere Person das nicht will. Vergebung ist auch einseitig. Du kannst sogar jemanden vergeben, der bereits gestorben ist. Das Wichtige an Vergebung ist wirklich, dass du in eine Freiheit hineinkommst und wirklich einfach auch etwas von dem ausdrücken kannst, was du glaubst. Für Versöhnung braucht es zwei Menschen, für Vergebung braucht es nur eine Person. Es heißt im Kolosse 3,13, ertragt einander. Seid nicht nachtragend, wenn euch jemand Unrecht getan hat, sondern vergebt einander, so wie der Herr euch vergeben hat. Vergebung ist ein Geschenk. Es ist nicht irgendwo ein Handelsabkommen zwischen zwei Parteien, sondern ich gebe. Es ist ein Ausdruck, ein Geschenk drückt mehr vom Geber aus als vom Empfänger. Was ich gebe, wenn ich jemandem ein Weihnachtsgeschenk mache, zeigt das mehr, wie geizig oder wie großzügig ich bin, als über den Empfänger, wie er ist.
Und ich glaube, wir sollen so vergeben, wie der Herr uns vergeben hat. Und wir wurden reichlich beschenkt. Amen. Und deshalb können wir auch reichlich geben. Und das ist ganz wichtig. Der Titel dieser Predigt lautet, ich habe es jetzt schon eingeblendet, zwischenmenschlich voll auf der Höhe sein. Weil wenn es keine Brücke hat, dann sind wir unten. Und dann sind wir am Boden. Und wir haben wirklich diesen Auftrag, versöhnlich zu leben. Und dann geht es uns gut. Dann geht es den Menschen wirklich hervorragend. Und ich lade euch ein, heute viele Notizen zu machen. Das ist wahrscheinlich die wichtigste Botschaft vom Evangelium. Vergebung, Versöhnung, das ist etwas, das immer wieder passiert. Und wenn du denkst, betrifft mich heute nicht, weißt du was? Du musst nur ein paar Jahre mehr auf dieser Kugel sein. Und irgendjemand wird dich schon kränken. Irgendjemand wird dich schon beleidigen. Irgendjemand wird dich schon auf den Sack gehen, weil wir Menschen einfach mühsam sind. Entweder beleidigst du jemanden oder jemand dich. Und wenn wir da das Zwischenmenschliche irgendwo verstehen, wie das geht, dann haben wir es drauf. Ich bin sogar froh, dass das in der Kirche passiert. Ich wünsche mir eine Kirche, wo wir einander auch beleidigen. Weil es ist immer ein Zeichen, dass wir nicht oberflächlich sind. Also wenn ich dich schon beleidigt habe, yes, Auftrag erfüllt als Pastor, dann bin ich nicht oberflächlich. In Kirchen, wo alles okay ist, in Familien, wo alles okay ist, in Freundschaften, wo man nie aneinander gerät, da habe ich meine Zweifel, ob das überhaupt eine Beziehung ist. Aber der Dienst der Versöhnung, der Vergebung ist etwas vom Wichtigsten, das wir immer wieder machen. Und haltet dieses Bild der Brücke, der Kettenbrücke in Budapest vor euren Augen, dass zwei autonome Städte eins werden und es zum Aufblühen kommt. Das ist so wichtig, dass du versöhnt bist, denn alleine vergammelst du. Das sind so wichtige Beziehungen, die Gott in dein Leben gestellt hat, damit du wirklich aufblühen kannst. Und ich habe einfach ein paar Brücken, die kaputt gegangen sind, wie die repariert wurden oder wieder aufgebaut wurden. Und ich hoffe, wir lernen etwas heute Morgen, wie wir ganz praktisch immer wieder Brücken schlagen in diesen Situationen. Die erste Brücke dazu ist die Tacoma Narrows Bridge im Staat Washington. Das ist jetzt die neue Brücke oder die neuen zwei Brücken, aber die Tacoma Narrows Bridge ist ganz bekannt und ich habe ein kurzes Video dazu, einfach, dass ihr seht, was mit der speziell ist. Haben wir das? Genau. Die ist zusammengestürzt, weil sie Bewegung bekommen hat. Der Wind hat die regelrecht geschaukelt und weltberühmt geworden dafür und irgendeinmal hat sie es nicht ausgehalten und ist zusammengestürzt. Die war 853 Meter lang und sie hielt bald den Spitznamen Galloping Gertie, weil es so galoppiert hat und viele Leute kamen sogar, um mit ihrem Auto einfach ein bisschen Achterbahn zu fahren. Aber irgendeinmal wurde sie gesperrt und es wurde beobachtet, wie sich die Dynamik dieser Brücke verhält. Und was wir in dieser Brücke absolut verdanken heute, ist eigentlich, die war ein Beispiel, wie man Brücken nicht bauen sollte. Dank diesem Beispiel wurden von da an längere Brücken wirklich neu berechnet, auch im Windkanal neu getestet, damit Brücken sicher sind, damit man auch die Eigendynamik, die eine Brücke annehmen kann, irgendwo drauf hat. Und ich finde ein schönes Beispiel, ein schönes Bild, wie Gott in unserem Leben manchmal eben auch Stürme und irgendwie Kollapse zulässt. Dass Dinge nicht so funktionieren, wie wir es gedacht hätten. Aber in dem gibt es immer eine Lektion. In dem gibt es immer eine Möglichkeit, das Beste daraus zu machen, um zu profitieren in der Zukunft. Mein erster Punkt, wenn es um Vergebung geht. Vergebung ist unterbewertet. Weil
Vergebung ist maßgebend für das, was dann noch alles kommt. Wir reden meistens vom großen, schlimmen Unfall, der passiert ist, vom Zerbruch, der passiert ist in einer Beziehung. Aber wir reden nie über die Chance von Vergebung und was eigentlich daraus noch alles entstehen könnte. Denn Vergebung ist maßgebend für das, was noch kommt. Ich liebe, was es heißt im Jakobus 1, 2 bis 3. Seht es also einen ganz besonderen Grund zur Freude an. Meine Geschwister, wenn ihr Prüfungen verschiedenster Art durchmachen müsst, ihr wisst doch, wenn euer Glaube erprobt wird und sich bewährt, bringt das Standhaftigkeit hervor. Und durch die Standhaftigkeit soll das Gute, das in eurem Leben begonnen hat, zur Vollendung kommen. Ich habe diesen Vers schon oft gelesen, aber es begeistert mich und ist mir neu aufgefallen, dass gerade Dinge, die schieflaufen im Leben, Prüfungen, wo etwas getestet wird, dass wir daraus eine Standhaftigkeit haben sollen für die Zukunft. Zurück zu diesem Brückenbeispiel. Da ist was schiefgelaufen. Und heute wird immer wieder diese Brücke erwähnt. Es war sogar diese Woche auf SFDS ein kleiner Artikel über diese Brücke drin. Nachdem ich schon vorbereitet habe. Es ist einfach lustig, wie manchmal das so zusammenfällt. Und man hat also aus dem gelernt. Und aus diesem Unfall, der eigentlich auch vielen Leuten, die haben viel aufs Dach bekommen dafür, haben eigentlich Tausende von Brücken davon profitiert. Und wenn wir mit der Sicht auch Zerbrüche oder Konflikte angehen, in zwischenmenschlichen Sachen, uns überlegen, was könnte der Herr noch weiteres vorhaben? Könnte meine Geschichte eine Brücke für jemanden anders schlagen, dass sie auch zu überwinden werden? Wie es in meiner Ehe geht, wie meine Beziehung mit bester Freundin irgendwo plötzlich mal zerbrochen wurde und man hat wieder einen Weg gefunden. Brücken, die wir bauen, sollen dann auch für andere eine Möglichkeit geben, zu überwinden. Ich habe diese Woche ein unglaublich schönes Erlebnis gehört. Das ist ein YouTube-Clip von einem Typen, der Michael Stahl heißt. Ich weiß nicht, ob ihn jemand kennt, er ist ein Eventsprecher. Und der hat eine unglaubliche Geschichte. Er ist in einem Haus aufgewachsen, wo Gewalt herrschte. Sein Vater war Alkoholiker. Sein Vater hat sich überhaupt nicht um die Familie gekümmert. Er musste bis 14 Jahre alt im Zimmer seiner Eltern schlafen, weil die anderen Räume nicht geheizt waren. Mit 18 ist er von zu Hause weg und zwischen ihm und seinem Vater ist nichts gelaufen. Bis 3 Jahre vor dem Tod seines Vaters hatte er den Eindruck, er müsse sich mit seinem Vater versöhnen und endlich versuchen, einen Schritt auf ihn zuzumachen. Und er beschreibt die Geschichte, wie sein Vater in der Pflege war und gesundheitlich sehr schlecht dran. Und er kam auf den Vater zu und er hat ihm gesagt, es tut mir leid, dass ich dich mein Leben lang habe versucht zu verändern. Dass ich immer mehr einen anderen Vater gewünscht habe. Ich konnte dich nicht akzeptieren, wie du warst. Es tut mir leid. Kannst du bitte mir vergeben? Und die Geschichte endet damit, dass sie sich versöhnt haben. Und von da an hat der Vater auch aufgehört zu trinken, weil endlich wurde er geliebt. Das war das erste Mal, dass er Annahme und Liebe erfahren hat im Leben. Die Geschichte geht dann weiter, ich habe jetzt nicht Zeit, das ist ein Typ, den ich gerne mal in unsere Kirche einladen möchte. Er hat sich dann auch mit seinem eigenen Sohn verkracht und versöhnen müssen. Aber wisst ihr, Vergebung ist maßgebend für das, was nachher kommt. Wir sehen oft nur den Zerbruch, wir sehen oft nur das, was schiefgelaufen ist. Und wir reden darüber, aber ich kann euch sagen, Vergebung ist unterbewertet. Da liegt so viel mehr drin. Es ist gut, wenn manchmal Dinge passieren, die nicht so passieren sollten, wie man es geplant hat. Aber Vergebung ist maßgebend für das, was daraus entstehen kann. Und ich glaube,
Vergebung ist ein göttliches Prinzip und darum ist es gesegnet und darum passieren dann göttliche Geschichten, wenn wir einfach diesen Schritt machen vom es tut mir leid oder ich vergebe dir. Da ist so viel möglich. Vergebung ist unterbewertet. Die zweite Brücke, die ich zeigen möchte, die kennen wir alle, es ist die Kappelbrücke in Luzern. Die ist abgebrannt am 18. August 1993 und ist 200 Meter lang, ist die älteste Holzbrücke in Europa und natürlich das Wahrzeichen der Schweiz, eines der Wahrzeichen der Schweiz, wirklich, nicht nur von Luzern. Und das Schöne ist, man hat diese Brücke umgehend, unverzüglich wieder aufgebaut. Einfach weil man gewusst hat, das gehört zu uns. Das ist für die Stadt ein Segen, das ist eine Touristenattraktion. Wir können nicht lange harden, wir können nicht lange Pläne machen und das lange ausschreiben. Die muss einfach sofort aufgebaut werden und weniger als in einem Jahr stand sie wieder. Sie wurde durch einen kleinen Zigarettenstummel abgebrannt. Und es ist schon interessant, dass manchmal kleine Dinge in unserem Leben, kleine Worte, etwas auslösen kann und ein Riesendrama daraus entsteht. Im Jakobus 3, 5 steht geschrieben, genauso ist es mit der Zunge. Sie ist nur ein kleines Organ unseres Körpers und kann sich doch damit rühmen, große Dinge zu vollbringen. Wie ist es denn beim Feuer? Ein Funke genügt, um einen ganzen Wald in Brand zu setzen. Auch die Zunge ist ein Feuer. Sie ist mehr als alle anderen Teile des Körpers ein Mikrokosmos unserer unheilvollen Welt. Unser ganzes Wesen wird von ihr vergiftet. Sie setzt die gesamte menschliche Existenz in Brand mit einem Feuer, das die Hölle selbst in ihr entzündet. Das sind starke Worte. Es gelingt dem Menschen zwar, die unterschiedlichsten Tiere zu zähmen, Raubtiere und Vögel, Reptilien und Fische. Sie alle hat der Mensch gebändigt. Doch die Zunge kann kein Mensch bändigen. Sie ist ein ständiger Unruheherd, eine Unheilsstifterin, erfüllt von tödlichem Gift. Und es tut mir leid, dass meine Zunge schon so viele Leute verletzt hat. Worte, die ich gar nie bös gemeint habe. Und dasselbe weiß ich von meinen Mitmenschen. Ich wurde echt schon viele Male beleidigt, gekränkt. Ich hatte schon viele schlaflose Nächte. Wegen Dingen, die Leute geschrieben oder gesagt haben. Und in den meisten Fällen war es gar nicht bös gemeint. War es gar nicht so eine große Sache. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, dass ihr dann irgendwo nächtelang wach liegt und dann malt man sich die Horrorszenarien aus. War das nur die Spitze des Eisbergs? Was liegt noch alles darunter, was ich nie erwartet hätte? Und deshalb, das ist mein zweiter Punkt, Vergebung muss immer unverzüglich passieren. Unverzüglich. Und das liebe ich an der Kappelbrücke, die haben sie unverzüglich wieder aufgebaut. Gar nicht gewartet. Unverzüglich. Unverzüglich. Ich habe mir mal vorgenommen, ich habe es mir vorgenommen, ich kann es nicht immer durchziehen. Ich habe gesagt, in unserer Beziehung, also in meiner Ehe, ich will immer der Erste sein, der vergibt. Ich bin einfach, ich bin der, der den ersten Schritt macht. Aber ich will auch im Gemeindeleben immer der Erste sein, der das Gespräch sucht. Unverzüglich, weil da ist Gift in uns. Die Zunge ist giftig, das, was gesagt wurde, ist Gift. Und wer weiß, wenn Gift in dir ist, was musst du machen? Möglichst schnell das Gift rausbringen. Wisst ihr, es ist noch niemand wegen einem Schlangenbiss gestorben. Noch nie. Ein Schlangenbiss ist harmlos. Was dich tötet, ist aber das Gift in dir. Und manchmal, wenn wir gekränkt, angegriffen, beleidigt werden, was machen wir? Wir versuchen, die Schlange zu töten. Revanche. Es zurückgeben.
ohne dass du eigentlich merkst, dass du am Verrecken bist, weil Gift in dir ist. Lass die Schlange auf der Seite. Lass die Person auf der Seite, die dich irgendwann beleidigt hat, die dir was angetan hat. Schau zu dir selbst, dass du unverzüglich das Gift rausbringst. Unversöhnt zu leben ist, als würde man Gift trinken und hoffen, dass die andere Person verreckt. Und ich kenne das Gefühl, weil ich liebe zu gewinnen. Das ist eine meiner Hauptmotivationen im Leben, zu gewinnen. Und in einem Konflikt, ich versuche zu gewinnen, ich versuche Recht zu haben. Ich will gut dastehen am Schluss. Aber es ist eben Gift. Und mit Gift wirst du bitter. Und wie viele Leute habe ich in meinem Leben getroffen, die mit Bitterkeit gelebt haben. Einer meiner besten Freunde aus meiner Zeit in London hat sich oder wurde beleidigt von meinem Pastor Mark Collard, war auch schon ein paar Mal da. Mark wusste nichts davon. Mein bester Freund hat sich zurückgezogen. Er war voll involviert in der Kirche. Plötzlich kam er selten. Und wenn er kam, war er in der hintersten Reihe am Beobachten. Er konnte nicht mehr connecten mit dem. Er hat einen Groll auf sich. Er hat mir vor ein paar Jahren mal erzählt, also er hat mir die Geschichte erzählt. Ich wusste nicht, dass er so beleidigt war. Er hat mir erzählt, dass er für 3 Jahre hatte keine gute stille Zeit mehr. Irgendwo, er hat Gott nicht mehr gefunden. Gott war weit entfernt. Irgendwo, weil diese Bitterkeit, dieser Groll in seinem Leben war. 3 Jahre. Denkst du, was hast du gemacht? 3 Jahre deines Lebens wirklich verschwendet. Einfach weil er nicht konnte. Und weil er dachte, vielleicht muss doch Mark zuerst auf ihn zukommen. Er hat es ja gemacht. Ich habe doch gar nichts falsch gemacht. Und das ist die trügische Seite von unversöhnt leben. Wir denken, der andere ist schuld und der andere müsste doch. Aber selber bist du am Verrecken. Und ich träume davon, dass wir Menschen sind, dass wir eine Kirche sind, die frei lebt, die gesund ist, der es gut geht, die gut schläft, die niemandem ausweichen muss, die sich mit Freude, also sich freut, Leuten zu begegnen, mit denen es auch mal gekracht hat. Vergebung muss immer unverzüglich passieren. Nicht, dass es einfach wäre. Und oft denken wir auch, ich kann das nicht. Ich kann es nicht. Aber wisst ihr, wenn ich das jetzt noch ein paar Sekunden länger halte, ist gar nicht so leicht. Und wenn ich es jetzt loslasse, mein Arm schmerzt immer noch. Aber wenigstens hört es jetzt langsam auf zu schmerzen. Und das Gleiche ist mit Vergebung. Vergebung ist eigentlich nichts als loslachen, lassen. Den ersten Schritt zu machen und jetzt kannst du vertrauen, dass der Heilungsprozess beginnt. Und vor 7 Jahren wurde ich von meinem Leiter unglaublich gekränkt. Und es ist wirklich ein Bumm, so passiert. Bruce Monk, unser Equippers Netzwerkleiter, musste sogar eingreifen. Es war eine seriöse Sache. Heute sind wir beste Freunde. Also, wir konnten uns vergeben, wir haben uns versöhnt. Aber ich kann euch sagen, für mich war es ein halbes Jahr, wo ich einen Schmerz mitgetragen habe. Ich konnte nicht mehr auf Facebook gehen und sein Profil sehen. Es hat irgendwas alles in mir zusammengezogen und irgendwo, da war Gift drin. Und irgendwo der Schlüssel war einfach, dass ich vergeben konnte. Ich habe es losgelassen. Und von da an bin ich in eine neue Freiheit gekommen und es konnte heilen. Und ich möchte einfach sagen, wenn du Gift in dir hast,
Heute bleibt es da. Heute bleibt es da. Heute bleibt es da. Es ist der Start. Du wirst nach Hause gehen, vielleicht fühlst du dich noch nicht so. Es ist dir überhaupt nicht drum, irgendwo diese Person zu vergeben oder der wieder freundlich gesinnt zu sein. Nee, heute, Vergebung ist einfach der Start. Vielleicht macht es keinen Sinn, aber es ist der Start von einem Prozess der Versöhnung. Erstens, Versöhnung oder Vergebung, muss ich sagen, ist unterbewertet. Es ist maßgebend für das, was noch alles kommen kann. Und das Zweite ist, Vergebung muss unverzüglich passieren. Ich habe ein drittes Wort, das dann mit U kommt, aber zuerst noch die nächste Brücke. Die kennt ihr wahrscheinlich, das ist die Pont de Benezé oder auch bekannt als Pont d'Avignon. On y danse sur le Pont d'Avignon. Kennen wir das Lied wahrscheinlich? Die erste Holzbrücke aus dem Jahr 1185 wurde dann 1226 bei einer Belagerung der Stadt durch Ludwig VIII. Fast vollständig zerstört. Dann 1355 wurde eine steinerne Brücke erbaut. Sie stützte sich auf 22 Bögen und hatte eine Gesamtlänge von ca. 915 Metern und war eigentlich die längste Brücke Europas zur damaligen Zeit. Und in der Folge wurde diese Brücke mehrfach beschädigt durch Kriege, durch Hochwasser und dann 1660 wurde sie komplett aufgegeben nach einem weiteren Riesenhochwasser und heute sind jetzt noch 4 Brückenbögen erhalten und das ist Teil von dem, was wir heute noch sehen. Aber diese Brücke war ganz entscheidend für Avignon, das war während der Zeit, als der eigentlich während dem päpstlichen Exil, für eine Zeit lang war der Papst nicht in Rom, sondern in Avignon. Und diese Brücke, man hat es vorher im Vordenbild gesehen, kannst du nochmals zurückgehen, da hat es eine Verbindung gegeben zwischen auf der rechten Seite des Papst, der Papstresidenz und der linken Seite der Residenz des Königs von Frankreich. Und diese Symbiose hat Frankreich sehr geholfen, es hat auch wieder der Stadt geholfen, dem Wohlergehen dieser Stadt. Und eigentlich durch das Vernachlässigen der Brücke, man hat sie immer wieder aufgebaut, es war wieder mühsam, es hat wieder Energie gekostet und irgendwann hat man gesagt, komm, lassen wir es sein. Und als die Brücke einfach vernachlässigt wurde, ist auch die Bedeutung Avignons total verschwunden. Und ich glaube, es ist wieder ein schönes Bild, wie Vergebung funktioniert. Mein drittes U von dieser Predigt ist, wir müssen ununterbrochen verzeihen. Vergebung ist konsekutiv. Es ist etwas, was wir dauernd und immer wieder und prozesshaftig machen müssen. Es ist nicht eine einmalige Sache. Ich wünschte, es wäre eine einmalige Sache. Speziell mit den Menschen, die mich immer wieder beleidigen. Also eigentlich vor allem meine Frau, sagen wir es mal so. Matthäus 18, 21 sagt geschrieben, da wandte sich Petrus an Jesus und fragte, Herr, wie oft muss ich meinem Bruder vergeben? Und wenn er immer wieder gegen mich sündigt? Vorschlag, 7-mal? Nein, gab Jesus ihm zur Antwort. Nicht 7-mal, sondern 77-mal. Eigentlich unzählig. Wenn ich richtig gerechnet habe, wäre das alle 2 Minuten pro Tag. 77-mal 77. 7-mal 77. Ungefähr alle 2 Minuten, also wenn ich jemand einfach nervt und beleidigt, einen Tag, alle 2 Minuten, ich vergib dir. Also mit anderen Worten, Jesus sagt, hey, es ist nie genug Heudunger. Es geht immer weiter und es ist immer deine Verantwortung zu vergeben.
Es liegt immer an dir, nicht am anderen. Und ich habe immer, also es war so mein Verständnis, ich dachte immer, Vergebung ist doch auf beiden Seiten. Nee, Vergebung ist einseitig. Du tust es. Versöhnung ist zweiseitig. Aber du musst vergeben, ununterbrochen. Auch wenn du denkst, jetzt habe ich doch genug dafür getan. Ich lese noch aus Lukas 17 eine ähnliche Stelle. Selbst wenn er siebenmal am Tag gegen dich sündigt und siebenmal wieder zu dir kommt und sagt, ich will es nicht mehr tun, sollst du ihm vergeben. Die Apostel baten den Herrn, gib uns doch mehr Glauben. Weil ehrlich gesagt, vergeben kannst du gar nicht aus eigener Kraft. Jedenfalls nicht so viel mal. Irgendeinmal sind wir doch auch nur Menschen. Und irgendeinmal ist die emotionale Kapazität total erschöpft. Irgendeinmal ist unsere Geduld erschöpft. Und Jesus sagt, ist mir egal, du vergibst. Und er sagt aber auch, und das finde ich schön hier in dieser Stelle, die Jünger haben es gemerkt, alleine können wir es nicht. Wir brauchen mehr Glaube. Es ist auch ein Geschenk. Es ist ein Glaube, dass es sich lohnt. Nochmals, es ist ein Glaube an die Zukunft, dass etwas Gutes daraus entstehen wird, wenn ich jetzt schon wieder vergebe. Obschon ich immer das machen muss und es irgendwo einseitig ist. Vergebung heißt eigentlich nichts anderes als, dass es passiert ist, nicht mehr vor sich zu haben, sondern hinter sich zu stellen. Vergeben heißt nie vergessen. Du kannst nicht vergessen, was dir angetan wurde, weil das wurde in unsere Emotionen eingebrannt, in unseren Gehirn. Vergessen ist ganz schwierig. Aber vergeben heißt eigentlich nichts anderes als, statt ich es immer vor mir habe und jedes Mal, wenn ich die Person sehe oder wenn ich an sie denke, kommt mir zuvorderst das in den Sinn, was passiert ist. Und vergeben heißt einfach, ich habe den Glauben. Deshalb sagen die Jünger, gib uns doch mehr Glaube. Ich habe den Glauben, dass noch etwas Besseres kommt als das, was vorher war. Deshalb nehme ich es, stelle es hinter mir und schaue nach vorne. Und dafür brauchen wir Glaube. Dafür brauchen wir Gott. Dafür brauchen wir Gnade. Dafür brauchen wir Mut. Weil es ist ja auch so, wenn man irgendwo einen Groll hat, man kann sich ja auch an etwas festhalten. Es ist manchmal noch schön, die Opferrolle zu sein. Das loszulassen. Und Vergebung auszusprechen, heißt einfach auch meine Rechthaberei, obschon ich vielleicht im Recht war, Gott zu vertrauen, dass ich das loslasse und es kommt etwas Besseres daraus, als meine Idee, wie das jetzt passieren sollte und mein Plan, wie das dann alles zusammenkommen sollte. Herr, gib uns doch mehr Glauben. Vergebung ist unterbewertet, es muss unverzüglich passieren und ununterbrochen passieren. Und glaube ich, so schaffen wir es zwischenmenschlich auf der Höhe zu bleiben und nicht im Boden zu sein. So glaube ich, wird unsere Seele aufblühen. So werden unsere Beziehungen aufblühen. Weil, so viel kann ich dir sagen, du hast auch schon unglaublich viele Menschen beleidigt. Und es macht mir manchmal echt Angst, was meine Worte, meine Taten, wie das anderen Leuten in den falschen Hals kommen kann. Ohne, dass ich das jemals so bös meinte, wie sie das dann mitten in der Nacht sich alles vorstellen. Ich hatte bisher noch kein einziges Gespräch, wo irgendwo ein Konflikt war, wo eine Kränkung da war, ein Groll da war. Hat sich noch nie herausgestellt, dass das wirklich so bös gemeint war.
sondern es waren meistens Missverständnisse. Und deshalb müssen wir selber schnell loslassen. Was bringt es da, nächtelang einen Groll zu haben für jemanden, der ganz schön weitermacht und nichts davon ahnt, dass er dich beleidigt hat, gekränkt hat? Das ist die Verantwortung vom Vergeben. Und ich träume von einer Church, die das lebt. Das ist eine Vision, die wir haben. Weil wir wollen tiefer gehen miteinander. Wir werden aneinander reiben, noch mehr. Du wirst dich mit Menschen an der Arbeit, in der Schule, Studium, sicherlich mal verkrachen. Aber es gibt einen Weg der Versöhnung. Ich habe noch eine letzte Brücke. Mike, wenn du spielen könntest, wäre super. Das ist die Millennium Bridge in London. Hat auch den Übername The Wobbly Bridge. 2 Tage nach ihrer Eröffnung um die Jahrtausendwende wurde sie wieder geschlossen, weil es gab eine Eigendynamik drauf. Jeder Körper, jeder Gegenstand hat ja Schwingungen. Und diese Eigenschwingungen der Brücke, die wurden nicht berücksichtigt. Und was passiert ist, die Leute sind drauf und die Brücke hat angefangen zu schwingen und sie haben es dann natürlich versucht, beim Gehen irgendwo noch auszugleichen und es wurde umso schlimmer. Und dann mussten sie sie wieder schließen und 2 Jahre haben sie da lang darum gedoktert, wie das wieder gehen können, haben ein paar Dämpfer eingebaut und Stoßstangen und so Sachen und mittlerweile ist die Brücke begehbar. Aber mir gefällt das Bild von der Eigendynamik, die das annehmen kann. Manchmal, wenn wir unversöhnt leben. Und einfach in der Vorbereitung habe ich es aufs Herz bekommen, echt einen Aufruf zu machen für all diejenigen, die mit sich selbst nicht versöhnt sind. Und da kommt eine Eigendynamik rein. Und es ist ungesund. Und es dreht bei dir. Und deine ganze Welt shakt. Ich musste mir vergeben, mir selber vergeben. Weil als ich noch Primarlehrer war, habe ich mal einen schlimmen Fehler gemacht. Ich habe schlecht kommuniziert mit den Eltern. Und es ist etwas passiert, wo ich mir danach geschworen habe, ich werde niemals wieder als Lehrer arbeiten. Ich habe gesagt, ich mache es nicht mehr. Ich mache es nicht mehr. Aber ich konnte mir vergeben. Und das Schöne ist, es war dann genau Gottes Plan, als ich zurück in die Schweiz kam, hat er mich wieder in den Lehrerjob gebracht. Und wenn ich das nicht angenommen hätte, wäre ich nie an der Friedenskirche hier vorbeigelaufen. Wäre nie Toni Niefenecke begegnet. Wäre ich niemals hier Pastor geworden. Ich musste mir vergeben als Pastor, in meiner Rolle als Pastor. Weil in Berlin war ich ziemlich naiv. Und in dieser Gemeindegründung habe ich gesagt, nee, das mache ich nie wieder. Letzte Gemeindegründung meines Lebens. Habe zu stark geblutet für die dummen Fehler, die ich dort gemacht habe. Nie wieder. Ich musste mir vergeben. Nicht anderen Menschen, mir selbst. Und was hatte Gott für einen Plan? Es war nochmals eine Gemeindegründung. Ich musste mir viele Male schon vergeben in meine Vaterrolle. Weil ich so egoistisch war und nicht auf die Wünsche und die Nöte meiner Kinder eingegangen bin. Manchmal denke ich, ich bin so ein schlechter Vater. Aber ich muss mir immer wieder selber vergeben. Weil es maßgebend, es öffnet dann wieder die Tür für die Zukunft.
Ich würde einfach gerne einen Moment still werden, während die Musik spielt. Wir machen so viele Fehler. Wir sind so egoistisch. Aber ich will dir auch zusprechen, du bist nicht böse. Derselbe Geist in Jesus Christus, der den Toten auferweckt hat, lebt in dir. Die Gnade Jesu Christi ist größer als all das, was du getan hast, all das, was du gesagt hast, all das, was du gedacht hast. Und es gibt die Chance auf einen Neustart. Aber du musst dir selber vergeben. Heiliger Geist, ich danke dir, dass du etwas tust.